Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und der gute, wo ist er? Ishim hat gesagt, er ist fertig hier mit dem Zaun. Das wollen wir uns doch gleich mal anschauen. Wo ist der Zaun? Hier. Und jetzt möchte er hier noch ein Tor bauen. Moment, ja, macht er das jetzt? Ich hoffe es für ihn. Moment, wir gucken mal. Quest. Build a gate ist automatisch ausgewählt. Das wird da hingebaut. Und er ist wieder am Laufen und tut dies automatisch. Das gefällt mir gut. Während wir hier die... Moment, müssen wir die andere Quest auswählen. Wir wollen hier nämlich mit ihnen zu Camilla Erd laufen. Oder wie auch immer die gute Dame heißt. Und da müssen wir hier irgendwie in diese Richtung latschen. Aber irgendwie an dem Berg vorbei. Also müssen wir doch irgendwie auf der Straße bleiben. Hier lang, hier lang, hier lang. Und dann hier durch den Berg durch und hier den Weg entlang, ne? Ne, so richtig geht's hier aber auch nicht lang. Oh doch, hier. Fried Chicken, hier waren wir doch noch nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Oh, eine Erotic Novel. Na, wir nehmen mal alles schön mit. Take. Chips. Und natürlich auch Gold. Und dann können wir die nicht hier vielleicht verkaufen? Die Erotik-Novelle. Let's trade supplies. Naja, gut. Ob die jetzt unbedingt... Na, 10 würde sie uns dafür geben. Wer ist das hier? Wie viel würde die uns geben? Lola ist the main trader hier. Ach ja, ist gut. Lola. Die würde uns auch 10 geben. Ist das denn die Lola hier? Ja, das ist Lola. Naja, gut. Die würde uns auch 10 geben. 10 ist besser als nichts für so eine Erotiknovelle. Zack und weg damit. Und die verkauft es für 30. Ne, ist auch schön. Ist auch schön. Jetzt gehen wir hier nochmal hin. Let's trade supplies und verkaufen ihr nochmal die Zigaretten. Unnötiger Ballast. Auch für 10. So. Und da der gute Joe hier unser Mann für das Geld ist, geben wir dem auch gleich mal das Geld ab. So. Dann haben wir alles... Ups. Dann haben wir alles zusammen... Was macht er eigentlich? Er soll eigentlich hier das Tor bauen. Moment. Ich verdrück mich immer. So, Quests. Home Improvement. Build Gate. Ausgewählt. Toolbox. Warum macht er das nicht? So vielleicht. Nee, da baut er doch Zaun. Hm. Egal, irgendwas wird er schon bauen, ha? Hauptsache das Richtige. Ja.
Und wir wollen jetzt hier... Ach. Wieder rausgehen, wo wir reingegangen sind. Zu diesem Fat Neil. Das war noch hier. Da ist der Fat Neil, genau. Und hier wollen wir irgendwie langlaufen, wenn es denn möglich ist. Aber hier ist irgendwie alles voller Berge. Hier kommen wir auch nicht wirklich runter. Doch, hier. Hier geht's die Straße runter. Hier von den McCoys. Gehen wir mal weg. Einmal hier schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Zombies auf jeden Fall. Wir gehen mal hier raus und schießen mal mit. Meine Fresse, die sind aber wirklich widerstandsfähig gewesen. Ich hoffe, die haben wenigstens ein bisschen was Nettes dabei. Kamen die denn plötzlich alle her? Gibt's denn hier wenigstens was? Noch eine Novelle. Was zu essen. Bandagen. Shotgun-Gedöns. Und was hat er noch dabei? Gold. Sehr gut. Wie geht's ihr? Ganz gut. Kein Bloodloss. Der baut hier rum. Wenn auch nicht so wirklich das. Er baut weiter einen Zaun, so wie ich das sehe. Naja, immerhin Level up. Oder wird das ein Tor? Nicht so wirklich, ne? Jetzt holt er sich noch ein bisschen Holzplanken. Am Ende reißen wir es wieder ein. Scheißegal. So. Dann gehen wir mal weiter. In Richtung Mission. Ist das jetzt wieder die richtige Mission, die ausgewählt ist? Nein! Das ärgert mich ja auch immer ein bisschen, dass der dann, dass man jedes Mal wieder die Mission neu auswählen muss. Oder wenn man zu einem Charakter gewechselt hat und wählt dann aus, okay, er soll jetzt da seinen Zaun bauen, dass dann diese Mission automatisch hier zumindest im Wegweiser auch für die guten Leute hier ausgewählt ist. Hier sind wir doch schon. I'm an envoy from Wyatt in Fort Cahoy. Sieht doch schon mal gut aus. Ask the McCoys, new quest. Na, dann fragen wir die mal. I'm looking for insulin. Johnny's daughter, try asking him. Wo ist Johnny? Hier irgendwo. Wow, das klingt doch gut. Ja, gib's mir. Oh, erst müssen wir wieder irgendwas erledigen. Ach, Mensch. Die Fat Neils. Aha, okay. So, jetzt sollen wir da wieder irgendwas stehlen, ohne dass die uns sehen. Dann versuchen wir das nochmal.
Zombies! Fresse, bleib doch einfach liegen. Wir sollen jetzt was stehlen hier mal. Vorsichtig. Ich würde sagen, du bleibst mal kurz hier. Und ich schleiche mich mal an. Aber vorher wird das ganze Ding doch mal gespeichert. Ich habe nämlich ein bisschen Angst. Die sehen mich doch. Oder? Oh. Also, die sehen das da. Sollen mich aber nicht sehen, also muss ich mal gucken, wo ich hier ein bisschen was finde, ohne gesehen zu werden. Das war auch nicht gut. Ja, wie soll ich denn das jetzt machen, ohne dass die mich sehen? Mal bitte ehrlich. Das ist ja ein Quatsch. Das war doch nicht schlecht. Dann gehen wir jetzt wieder zurück und bringen dem das Zeug und er gibt uns hoffentlich ein bisschen Insulin, mit dem wir dann wieder über die Runden kommen. So, du kannst mir jetzt wieder nachfolgen. Übrigens, ich habe das geschafft. Follow me! Einmal schön die Straße entlang, die eigentlich weitestgehend von Zombies gereinigt worden sein sollte. Und er ist auch wieder gesund, der Joe, soweit ich das beurteilen kann. Zumindest kein Bloodloss mehr. Das gefällt mir gut. Einmal zurück. Hier ist ihr Korn. Alice Ivers hat Fitness erreicht. Gluck, gluck, gluck. So, was sagt er denn? Great job. Here's that insulin you wanted. Zweimal Insulin bekommen. Alter Falter, das verkaufen wir jetzt. Nein, machen wir natürlich nicht. Okay. Wie geht's dann weiter? Was gibt's so als nächstes Quest? Build a Gate, Insulin, haben wir jetzt mal ein bisschen was. Fentanyl. Ist das Camilla? Nee. Wenn wir schon mal hier sind, gehen wir doch gleich nochmal zu Camilla. Ach, da ist Camilla. Wyatt Ingalls, send me. The Fat Neils across the road. He wants you guys to negotiate before things escalate. Genau. Die will irgendwie keinen Frieden, wenn ich das richtig verstanden habe. Bitte, tu es als Gefallen für mich. Dicke Freunde sind wir nicht. Also müssen wir erstmal irgendwie ein bisschen
Vielleicht, wenn das so von Frau zu Frau vielleicht. Hm, Alice, nette Frau, komm. Nein, will sie auch nicht. Do it as a favor for me. I don't even know you. So, was macht er denn jetzt hier? Er soll eigentlich mal... Ach, wieder verdrückt. Er soll jetzt endlich mal da ein Tor bauen. Wieso klappt denn das nicht? Home Improvement. Build a gate. Macht er nicht. Jetzt ist hier zugebaut, oder was? Ach, Mensch. Also, das mit dem Zaunbau hat schon mal nicht so unbedingt geklappt. Zack, weg damit. Und jetzt build hier. Nee. Also, wie funktioniert denn das jetzt? Doch, jetzt scheint er sich auf den Weg zu machen. Wood Fans. Nee, er soll doch da ein Tor hinbauen. Ach komm, Junge. Wie kann ich denn dann da den Zaun auswählen? Also nochmal F1, Quest, Home Improvement, Build Gate, Build. Na, jetzt baut er, will er da wieder einen Zaun bauen, aber er soll ja so ein... Woodgate, ach so, funktioniert das. Okay, ich muss das hier mit dem Mausrad auswählen. Na, zu guter Letzt hat das doch noch geklappt. Ja. Es passt natürlich hier nicht rein. Das heißt, wir müssen das hier erstmal irgendwie noch zerstören, glaube ich. So. Toll. Und gehen jetzt hier wieder in die Toolbox. Build, Build Gate, drehen uns das bisschen zurecht, passt immer noch nicht. Oh Junge, ich dreh am Rad. Also das Ding auch nochmal weg, zack, und jetzt aber, komm. Build, Wood Gate, so. Jetzt passt es zumindest hier so rein. Drücken wir mal drauf. Na prima, wir bauen ein Tor. Wir haben Insulin bekommen, alles in allem keine schlechte Geschichte. Wie es weitergeht hier in unserer kleinen Gemeinschaft, seht ihr beim nächsten Mal. Ciao, tschüss, dein Lumi.